Sind die Bäume im Wald wirklich stumme Einzelkämpfer? Oder können sie vielleicht miteinander reden? In jedem Wald werden ständig Botschaften ausgetauscht, die für uns unsichtbar sind. Jeder hier redet mit jedem. Doch die Wesen des Waldes benutzen eine Sprache, die wir nicht verstehen. Es brummt im Wald geradezu vor Nachrichtenaustausch, Handelsströmen und weiträumiger Vernetzung. Und zu den wichtigsten Knotenpunkten gehören die Pilze. Sie teilen sich ihr Reich mit den Wurzeln der Bäume und können so Kontakt zu ihnen aufnehmen. Über ein internes Kommunikationssystem wiederum sind die Blätter jedes Baumes mit den Wurzeln verbunden, der geheimen Leitzentrale im Untergrund. Die feinen Wurzelspitzen prüfen beim Wachsen ständig den Waldboden auf Feuchtigkeit und Nährstoffgehalt. Bei Trockenheit schicken sie hydraulische Signale in die Krone, die die Blätter veranlassen, weniger Wasser zu verdunsten. Umgekehrt schicken die Blätter den Wurzeln Nachrichten zu Nährstoffbedarf oder Schädlingsattacken. Jahr für Jahr wachsen die Wurzeln der Bäume im Boden. Sind Verwandte in der Nähe, halten sie allerdings Abstand, aus Rücksicht aufeinander. Wollen sie mit den Kumpels im Wald reden, brauchen Bäume deshalb Verbündete, die Pilze. Was wir sehen, sind nur die Fruchtkörper eines gigantischen Lebewesens, das im Untergrund feine Fäden spinnt, teils kilometerlang. Dieses Netz umhüllt auch die Wurzeln der Bäume. Denn der Pilz liefert dem Baum Stickstoff und Phosphor und bekommt dafür Zucker aus der Photosynthese. Und über die Pilzfäden verschicken Bäume ihre Nachrichten. Das Pilzgeflecht kann ganze Wälder vernetzen. Forscher sprechen deshalb vom Wood Wide Web, dem Internet der Pflanzen. So erfahren alle Bäume eines Waldes, ob es den anderen gut geht oder sie Hilfe brauchen. So warnen sie sich vor Trockenheit, Schädlingen oder Krankheiten. Wenn im Herbst die Pilze schießen, ahnen wir oft gar nicht, was im Untergrund alles passiert. Und nicht nur da. In einem Eichenwald im brandenburgischen Havelland sind Eichenprozessionsspinner eingefallen. Forscher der Universität Göttingen müssen deshalb Schutzanzüge tragen. Die feinen Haare der Plagegeister können bei Menschen allergische Schocks auslösen. Wie bei einer Prozession kriechen sie in die Kronen der Bäume und fressen das frische Grün, bevor sie sich im Juli in einen Nachtfalter verwandeln. In mühseliger Kleinarbeit sammeln die Forscher Gase. Denn sie glauben, dass die Bäume flüchtige Kohlenstoffverbindungen erzeugen. Duftbotschaften, die die Nachbarn im Wald warnen oder Hilfe herbeirufen. Vögel und Insekten etwa, die die Schädlinge fressen. Auch wenn wir Menschen kein Sensorium dafür haben. Allein im Rhenoer Eichenwald wurden 300 verschiedene Vokabeln eingefangen. 2000 Baumworte hat man inzwischen weltweit entdeckt. In jedem Wald kursieren ununterbrochen Botschaften. Doch Bäume benutzen keine Laute, sondern flüchtige organische Moleküle. Meist sind es für uns nicht wahrnehmbare Kohlenstoffverbindungen. So klein, dass es fast unmöglich ist, ihr reales Erscheinungsbild in einer Animation sichtbar zu machen. Noch verstehen wir die Worte der Bäume nicht. Doch je mehr Moleküle die Forscher einfangen, umso besser hoffen sie, die Sprache des Waldes zu verstehen. Mehr zum Thema gibt es auf der TerraX-Seite in der ZDF-Mediathek.